Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Dieses ist das erste Video des Formats Online-Shop in 12 Minuten erstellen. Um keine Zeit zu verlieren, beginnen wir auch direkt mit dem ersten Shop-System, Shopify. Das Gute an Shopify ist, dass ihr euch keine Gedanken über das Hosting machen müsst, da es sich hierbei um eine cloud-basierte Commerce-Plattform handelt. Das heißt, du begibst dich einfach in deinen Browser auf die Seite shopify.de. Hier trägst du deine E-Mail-Adresse ein, klickst auf Jetzt starten und trägst im zweiten Schritt dein gewünschtes Passwort ein. Im unteren Feld bestimmst du den Namen deines Shops und bekommst auch direkt Rückmeldung, ob dieser Name noch vorhanden ist. Wenn du einen passenden Namen gefunden hast, der noch nicht verwendet wird, klicke auf Eigenen Shop erstellen. Nun wird dein Shopify-Shop erstellt, deshalb kurz warten. Hier geht es darum, Shopify die nötigen Informationen zu geben, ob du bereits Händler bist, wie hoch dann dein aktueller Umsatz ist, in welcher Branche du verkaufen möchtest und ob du in eigener Sache oder als Designer beispielsweise für einen Kunden zu Werke gehst. Wir sind noch unerfahren und wollen einen Sneaker-Online-Store eröffnen, deswegen geben wir die Informationen dementsprechend ein. Wenn du damit fertig bist, klicke auf Weiter. Hier trägst du deine Kontaktdaten bzw. deine Geschäftsadresse ein, die dann standardmäßig verwendet wird. Du kannst sie aber getrost auch noch im Nachhinein ändern. Das war der letzte Schritt der Registrierung. Mit einem Klick auf diesen grünen Button gelangst du zu deinem Shop und kannst starten. Wie du hier schon sehen kannst, befinden wir uns ab sofort in der Testphase. Das reicht auch vollkommen aus, um den Shop erst einmal komplett einzurichten. Wenn du dann richtig starten willst, kannst du entweder hier oder hier auf Plan auswählen gehen und dich für einen der drei Pläne entscheiden. Zusätzlich dazu gibt es dann noch die Shopify Plus Pläne. Für mehr Infos dazu kannst du oben rechts auf die Infokarte klicken und dir das Video zu Shopify Plus anschauen. Auch zu den normalen Shopify Preisplänen haben wir bereits ein detailliertes Video gemacht, also falls du noch schwankst, oben rechts ist der Link. Ansonsten würde der Basic Plan für den Anfang ausreichen. Wir befinden uns ja hier nun im Backend des Shops, in dem alle Einstellungen und Anpassungen vorgenommen werden. Das, was der Kunde dann aber zu sehen bekommt, ist allerdings das Frontend, das wir nun mal anschauen wollen. Dafür musst du einfach nur neben deinem Online-Shop auf das Auge klicken. Das heißt, wenn du irgendwelche Änderungen im Backend vorgenommen hast und dir diese anschauen willst, kannst du immer einfach hier drauf gehen und sie inspizieren. Was du hier nun siehst, ist das Standard-Theme von Shopify. Ein Theme definiert quasi, welche Art von Medien, also ob Bilder, Texte, Videos, Slider oder ähnliches an welchen Stellen positioniert wird. In unserem Fall haben wir ein Musterbild in voller Breite, auf dem Text zu sehen ist. Darunter ebenfalls ein Bild, bei dem der Text aber daneben ist. Wiederum darunter drei Bilder in Kachelanordnung mit Text unter den Bildern. Dann würde eure Kategorie vorgestellt werden und am Ende Testimonials. Das Theme ist also der Grundaufbau deiner Shopseite. Dieses kann natürlich jederzeit verändert werden, sodass ihr daraus euer komplett eigenes Theme bauen könnt. Doch der Vorteil, wenn man ein perfekt für sich passendes Theme gefunden hat, ist die Zeitersparnis. Wir wollen uns dann daran anknüpfend direkt mal den Editor dafür anschauen. Gehen also zurück ins Backend und sind schon bereits in den Theme-Einstellungen drin. Das Standard-Theme von Shopify nennt sich Debut und kann in diesem Menü umbenannt, dupliziert oder heruntergeladen werden. Darüber hinaus kann der Code verändert werden, was unter Umständen durchaus vonnöten ist, wenn ihr beispielsweise den Shopify-Shop mit Google verbinden wollt, um euer Listing im Google Shopping Feed auszuspielen. Wir wollen nun aber keines der Dinge machen, sondern das Theme anpassen, womit wir zum Editor weitergeleitet werden. Das Gute ist, dass dieser super simpel und selbsterklärend aufgebaut ist. Man hat in der Mitte die Ansicht, die wir auch eben im Shop-Frontend einsehen konnten. Das heißt, jede Änderung, die du tätigst, wird auch hier in Echtzeit angezeigt. Die Änderungen können hier in der linken Spalte vorgenommen werden. Das Praktische ist, dass die Reihenfolge in der Spalte gleich zur Ansicht hier im Hauptfeld ist. Das heißt, der Titel ist das hier oben. Danach kommt das Foto mit überlegtem Text, so wie es auch hier im Hauptfeld zu sehen ist. Danach das Foto mit Text. Ein weiteres cooles Feature ist, dass du zu genau der Stelle manövriert wirst, die du auch bearbeitest, indem du auf den Block in der linken Spalte klickst. Innerhalb dieser Blöcke kannst du dann jegliche Änderungen vornehmen. Hier, ob das Logo links oder mittig sein soll.
kannst dann das gewünschte Bild auswählen oder aber kostenlose Stockbilder direkt aus der Shopify Library wählen. Das ist für das Logo natürlich sinnlos, kann aber durchaus Sinn für Übergangsbilder machen. Ihr könnt die Logobreite einstellen, eine bestimmte Ankündigung über dem Header eintragen und natürlich auch eure CI-Farben integrieren. Je nach Modul gibt es unterschiedliche Einstellungsoptionen. Wir können hier jetzt beispielsweise mal ein Bild hinzufügen. Wir finden in der Stockgalerie auch passende Bilder zu unserem Thema. Ihr könnt darunter den passenden Text adaptieren und seht, dass dieser auch direkt live im Hauptfenster geändert wird. Wenn du jetzt sagst, dir gefällt das Layout soweit zwar, aber es fehlt noch etwas Bestimmtes, dann kannst du ans Ende gehen und einen neuen Abschnitt hinzufügen. Ein Beispiel kann eine Slideshow sein, in der du dann verschiedene Bilder packen kannst und einstellen kannst, dass diese autorotieren sollen. Das lässt deinen Online-Shop direkt wertiger aussehen. Wenn du nun sagst, dir gefällt zwar der Slider, aber die Position noch nicht ganz, kannst du dieses Modul einfach links in der Liste verschieben. Nun ist die Position besser, aber zwei Bildelemente untereinander beißen sich. Deshalb kannst du auf das darunterliegende Foto gehen und dieses löschen. Und schon passt es. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Modul besprechen, aber ich denke, ihr habt dafür jetzt einen Eindruck bekommen können, wie was zu verändern ist. Das heißt, am Ende limitiert euch nur noch eure Kreativität. Was wir bisher noch nicht eintragen können, sind die Produkte. Deshalb wollen wir jetzt welche erstellen. Wir gehen zurück ins Backend und sehen schon, dass ein paar unserer zu bearbeitenden Punkte abgehakt sind. Die Zahlungsarten sind bereits von Hause aus eingerichtet und das Theme haben wir angepasst. Also geht es jetzt an die Produkte. Diese findet ihr im oberen Bereich, klickt dort drauf und fügt ein neues Produkt hinzu. Als Titel nehmen wir jetzt mal diesen hier. Anschließend eine passende Beschreibung eintragen, in der eure Keywords untergebracht werden sollen. Falls ihr bisher noch nicht wisst, worauf es bei Shopify SEO ankommt, verlinken wir unser detailliertes Video dazu. Das würde jetzt nämlich den Rahmen sprengen, das alles im Detail zu erklären. Das Gute hier ist, dass ein vollumfänglicher Editor vorhanden ist. Das heißt, ihr könnt sowohl visuell notwendige als auch aus SEO-Sicht optimierende Maßnahmen ohne HTML-Kenntnisse haben zu müssen umsetzen. Was dazu gehört, ist es, Produktvideos einzubetten. Um den PageSpeed nicht unnötig runterzudrücken, solltet ihr diese Videos auf YouTube hochladen und dann via iFrame einbetten. Sollten euch bisher noch die Produktvideos fehlen, meldet euch bei eBakery. Den Link zur passenden Seite findet ihr in der Videobeschreibung. Nun kannst du noch weitere Produktdetails einfügen. In unserem Fall handelt es sich um Sneaker und wir selbst sind der Anbieter. Eine Kategorie haben wir bisher noch nicht angelegt, deswegen können wir das Produkt keiner zuordnen. Aber wir können Tags eintragen, die zu unserem Produkt passen. Produktbilder dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auch hierbei verweise ich wieder darauf, diese SEO-tauglich zu machen. Also komprimieren, Dateinamen in Bindestrich-Schreibweise mit Fokus-Keywords gestalten und im Nachhinein den Alttext integrieren. Da ihr kein Wohltätigkeitsverein seid, sondern vermutlich ein Wirtschaftsunternehmen, muss das Produkt auch einen Preis haben, den ihr hier eintragen könnt. Um zu demonstrieren, dass dieser reduziert wurde, könnt ihr daneben noch einen Referenzpreis eingeben. Ihr könnt Identifikationsparameter wie die SKU oder auch als Artikelnummer bekannt hier eintragen und müsst natürlich auch den Bestand angeben. Also welche Menge von diesem Produkt noch vorhanden ist. Praktisch ist, dass ihr auch Überverkäufe erlauben könnt, also dass Produkte verkauft werden, die ihr nicht mehr auf Lager habt. Ihr seht hier schon, dass ihr theoretisch auch digitale Produkte verkaufen könntet, die dann keinen Versand benötigen. Ansonsten sind diese folgenden Informationen dafür auszufüllen. Am Ende könnt ihr noch die Metadaten dieser Produktseite optimieren, um auch auf Google, Bing und Co. gefunden zu werden. Dafür verweise ich erneut auf unser SEO-Video. Nun nur noch abspeichern. Vergesst am Ende nicht, dieses Produkt auch live zu schalten, da es von Hause aus als Entwurf angelegt ist. Da wir nun unser erstes Produkt angelegt haben, zeige ich dir, wie man dieses im Theme Editor, wo wir eben ja schon waren, integriert. Wir haben nun noch keine Kategorien, aber ein Produkt. Deshalb löschen wir die vorgestellten Kategorien und integrieren lieber vorgestellte Produkte. Das Erstaunliche ist, dass du nun, ohne groß vorher was eingerichtet haben zu müssen, Produkte kaufen kannst. Mit einem Klick wird der Checkout-Prozess eingeleitet. Und man sieht gerade schon, da wir uns im Editor befinden, kann man diesen auch bearbeiten. Das heißt, hier oben kannst du zwischen den einzelnen Seiten switchen. Wenn wir nun in unsere Checklist reinschauen, fehlen nur noch zwei Punkte.
Wie man eine oder eben bereits seine Domain integriert, ist selbsterklärend. Ihr geht auf Domain hinzufügen und könnt euch entweder eine neue kaufen oder eine bestehende Domain verbinden. Sollte das jedoch nicht klappen, schreibt uns in die Kommentare. Der letzte Punkt ist die Rechtssicherheit. An der Stelle können und dürfen wir euch keine bindende Rechtsauskunft geben. Du kannst dir aber den Shopify-Guide durchlesen, um eine Idee davon zu bekommen, dass beispielsweise ein Impressum oder Datenschutzerklärung in keinem Shop fehlen darf. Wie du diese erstellen und einpflegen kannst, kannst du in unserem detaillierten Video oben rechts einsehen. Als kurze Zusammenfassung hier aber noch einmal. Rechtstexte für den Online-Shop kannst du mit Trusted Shops oder dem Händlerbund generieren. Hast du diese parat, gehst du in die Einstellungen auf Rechtliches. Hier hast du die Möglichkeit, die jeweiligen Rechtstexte einzufügen. Achte darauf, dass auch wirklich Links als Links zu erkennen und auch wirklich klickbar sind. Ist das der Fall, abspeichern. Doch damit sind die Rechtstexte noch nicht im Frontend ausgespielt. Dafür musst du im Anschluss in die Navigation gehen und das Fußzeilenmenü anpassen. Du fügst einen Menüpunkt hinzu, gibst diesem den entsprechenden Namen, wählst hier Rechtstexte aus und ordnest beispielsweise dem Impressum die richtige Option zu. Anschließend auf Hinzufügen klicken. Wir vergewissern uns, dass das Impressum auch wirklich im Frontend im Footer ausgespielt wird und vorhanden ist. Das scheint der Fall zu sein. Dementsprechend wäre auch der letzte Punkt abgehakt, wenn ihr das mit allen nötigen Texten vollzogen habt. An der Stelle erneut, wir erteilen damit keine Rechtsberatung. Geht auf Nummer sicher und lasst vor dem Livegang einen Juristen euren Shop prüfen. Dann habt ihr aber die Grundeinrichtung eures Shopify-Shops überstanden und seid für erste Käufe gewappnet. Natürlich gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten. Die Erstellung von Kategorien, von Kundengruppen, das Anlegen von Marketingmaßnahmen, das Integrieren von beispielsweise SEO-Apps und. Die Sachen findet ihr aber bereits in unserer Shopify-Playlist oben rechts oder werdet ihr in Zukunft auf dem eBakery YouTube-Kanal finden. Deshalb lohnt es sich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir hören uns in der nächsten Screencast-Folge wieder, wenn wir uns den nächsten Shop in 10 Minuten vornehmen. Solltet ihr die Optimierung eures Shops gänzlich in professionelle Hände geben wollen, vereinbart einen Termin mit unseren Shopify-Experten. Alle Infos dazu erhaltet ihr oben rechts auf der Seite. In diesem Sinne, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.